Die Finanzierung ist für viele junge Unternehmen und Startups die größte Herausforderung. Um Kapitalbedarf zu decken, obwohl es noch keine großen Sicherheiten gibt, kann ein spezieller Gründerkredit beantragt werden. Dieser überzeugt mit günstigen Konditionen und flexiblen Modalitäten. Wir haben in diesem Beitrag alles zusammengefasst, was du rund um einen KfW-Gründerkredit wissen musst. Was ist der KfW-Gründerkredit? Die Grundintention des Gründerkredites ist, jungen Unternehmen Zugang zu Kapital zu verschaffen, die ansonsten nur schwierig die nötige Finanzierung erhalten würden. Denn nicht selten fehlt es Startups an den von den Banken geforderten Sicherheiten. Der Gründerkredit soll hier Abhilfe schaffen, Startups unterstützen und somit die heimische Wirtschaft fördern. Vergeben wird diese besondere Finanzierung über die Kreditanstalt für Wiederaufbau, kurz KfW. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Das Kapital für die Gründerkredite stammt grundsätzlich aus Mitteln der Europäischen Union. Diese stellt das Kapital bereit und die Kreditanstalt für Wiederaufbau kümmert sich operativ darum, die Mittel entsprechend zu vergeben. Im Fokus stehen zwei verschiedene Programme, über die Startups und junge kleine Unternehmen finanziert werden sollen, nämlich Startgeld und der Gründerkredit universell. Die Angebote richten sich an Unternehmen, die noch nicht älter als 3 Jahre sind. Das Programm Startgeld deckt Finanzierungsbedarf von bis zu 100.000 Euro ab. Der Gründerkredit universell hingegen ist für große Finanzierungen gedacht, denn hier werden bis zu 25 Millionen Euro bereitgestellt. Neben den günstigen Konditionen ist ein weiterer Vorteil der Gründerkredite, dass auch tilgungsfreie Jahre vereinbart werden können. Wofür kann der Gründerkredit verwendet werden? Der Gründerkredit finanziert den Auf- und Ausbau von Unternehmen. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass der nicht an Unternehmen vergeben wird, die gerade in Schwierigkeiten stecken. Das Kapital selbst kann zu unterschiedlichsten betriebsnotwendigen Zwecken eingesetzt werden. Je nach Branche und Unternehmen kann das alles Mögliche sein, vom Ankauf eines Grundstückes über Rohmaterial und Hilfsstoffe bis hin zu Softwarelizenzen, Beratungskosten oder die Finanzierung erster Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Selbstverständlich müssen die Ausgaben dem Aufbau des Unternehmens dienen. Wie wird der Gründerkredit beantragt? Beantragung über die Hausbank. Der Kredit muss über die Hausbank beantragt werden, also nicht direkt beim Förderinstitut. Daraus ergeben sich leider immer wieder Schwierigkeiten, denn die eigene Hausbank ist grundsätzlich nicht verpflichtet, den Antrag weiterzuleiten. Vielmehr muss sie den Aufwand auf sich nehmen, zuerst alle Unterlagen und sonstige Aspekte zu prüfen. Dazu zählt die Prüfung der persönlichen Eignung der Gründerinnen und Gründer, aber natürlich insbesondere auch die Prüfung des Businessplans. Nur wenn die Hausbank überzeugt ist, wird sie den Antrag weiterleiten. Notwendige Dokumente. Für die Beantragung sind umfangreiche Unterlagen nötig, denn schließlich möchte sich die Bank vorab ein genaues Bild von den Gründerinnen und Gründern machen, aber auch vom Businessplan des Unternehmens. Um das Vorhaben beurteilen zu können, werden deshalb insbesondere folgende Unterlagen benötigt: Antrag für den Gründerkredit nebst Anlagen, Selbsterklärung, Einwilligungserklärung für Auskunftskarteianfragen, also zum Beispiel Schufa-Daten und sonstige Datenverarbeitung, umfangreicher Businessplan inklusive Planrechnung für die Liquidität und Rentabilität des Unternehmens. Eine sogenannte De Minimis-Erklärung. Bei mehreren Gesellschaftern ist zu erklären, wie die Besitzverhältnisse geregelt wurden oder werden. Und Lebenslauf der Gründerinnen und Gründer. Banken können zudem weitere Unterlagen anfordern. Wichtig ist, dass du dich auf die Einreichung der Unterlagen gut vorbereitest und alles griffbereit hast. Auszahlung und Tilgung. Der zugesagte Betrag kann entweder direkt vollständig abgerufen werden oder wird innerhalb der nächsten 9 Monate abgerufen. Auch eine teilweise Nutzung ist möglich. Beim Gründerkredit universell liegt die Frist sogar bei 12 Monaten. In 3 Schritten zum eigenen Gründerkredit. Schritt 1: Unterlagen aufbereiten mit professioneller Unterstützung. Es ist extrem wichtig, die eigene Hausbank davon zu überzeugen, dass ein Gründerdarlehen gewährt werden soll. Deshalb ist es ratsam, gerade wenn du noch wenig Erfahrung mit Businessplänen hast, die Dienste von Gründerberatern in Anspruch zu nehmen. Diese helfen dir bei der Gestaltung deiner Unterlagen und wissen genau, wie der Ablauf zur Beantragung der Kredite ist. Schritt 2: Businessplan perfektionieren.
Die Entscheidungsbasis der Hausbank ist zu einem guten Teil der solide Businessplan. Deshalb ist es enorm wichtig, dass dieses Dokument durchgängig überzeugt. Exakte Liquiditätsplanung und stichhaltige Berechnungen sind die Grundlage jedes Businessplans. Außerdem sollten verschiedene Szenarien entwickelt werden, um auch aufzuzeigen, dass auch eine mögliche schlechtere Geschäftsentwicklung bedacht wurde. Mit unserer Anleitung kannst du einen Businessplan erstellen und sicher gehen, dass dieser alle wichtigen Elemente enthält. Schritt 3: Intensive Vorbereitung auf das Bankenmeeting. Solide Unterlagen sind die niedergeschriebene Entscheidungsgrundlage der Bank. Doch im direkten Gespräch gilt es, mit glasklaren Antworten und starker Persönlichkeit zu überzeugen. Wichtig ist, dass du Kompetenz ausstrahlst und vermittelst, dass du alles tun wirst, um dein Unternehmen auf realistische Weise in Fahrt zu bekommen. Fazit: Die Gründerkredite sind eine großartige Möglichkeit für junge Unternehmen, dringend benötigtes Kapital zu bekommen. Durch das geförderte Darlehen ist es zudem möglich, besondere Konditionen zu erhalten und Möglichkeiten wie tilgungsfreie Jahre zu nutzen, um erstmal die eigenen Geschäfte in Schwung zu bringen. Extrem wichtig ist es, dass du genug Zeit in die Planung und Erstellung der erforderlichen Unterlagen investierst. Dazu zählt insbesondere der Businessplan, aber auch auf das persönliche Gespräch mit der Bank solltest du dich intensiv vorbereiten, um mögliche Fragen rasch und kompetent beantworten zu können. Hat dir das Video gefallen? Dann lass uns ein Like da. Abonniere unseren Kanal, um noch mehr solcher Videos zu sehen.